Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Football Manager 2024 Serie. Und ja, als ihr das letzte Mal dabei wart, hatten wir ja noch alle zur Verfügung. Also außer Kornick, der hatte sich verletzt. Jetzt ist Hopland leider auch noch verletzt. 3 bis 5 Wochen. Wie blöd ist das denn? Und der ist nicht mal verletzungsanfällig. Trotzdem fehlt er uns natürlich jetzt. Das ist ein enormer Verlust, muss man sagen, da er natürlich auch einer der Besten war, einfach die ganze Zeit. Ja, er wird fehlen. Leo Kornick ist noch nicht so fit, dass er wieder mitmachen kann. Er ist also dementsprechend auch noch nicht gut geschrieben für dieses Spiel in dem Sinne. Einzig und allein Cameron Bruce, der dürfte wieder spielen. Das heißt, er wird spielen. Denn er ist vor Elisenberg sicherlich noch ein bisschen besser in der Qualität. Ansonsten passt es. Ich habe jetzt Khalil Werth wieder reingebracht für Kyle Olsen. Diaz auf der rechten Seite ist die einzige Alternative dann zu Kornick. Auch hier natürlich muss man dazu sagen, Spanier, Talent. Naja, ist halt kein guter Mann mehr, ne? Aber die Alternative wäre Björnström. Und Björnström ist die Frage, die man dann so haben könnte, ist er besser? Ja, ein bisschen schon vielleicht. Ja, der hat halt. Ist da was? Ich bringe ihn jetzt. Weil ganz ehrlich, der hat richtige Spiele, da wird er besser. Er trainiert gerne. Ich nehme ihn. Ich nehme ihn rein. Das ist, glaube ich, eine gute Alternative. Genau. Und die ist nur auf die Bank. Der ist für mich auf jeden Fall ein Verkaufskandidat, aber müssen natürlich erstmal wieder ein bisschen Geld reinspielen. Also das Geld ist aktuell mal leer, muss man ganz klar so sagen. Und hier sehen wir zwei Wechsel auf der Seite von Lillestrøm, die mit 4 Punkten reingestartet sind. Durchaus also ein guter Start. Zudem, wir spielen hier gegen Lillestrøm ein Duell, das ein bisschen prestigeträchtig ist, denn wir sind Rivalen. Immer ein besonderes Ereignis. Hoffentlich wirkt sich die Atmosphäre zu unseren Gunsten aus. Änderungen vornehmen. Wir werden damit klarkommen, weil uns gar keine andere Wahl bleibt, weil Hopland uns fehlt. Ne? So ist das. Und ja, Bruce allmächtig, wieder auf der linken Seite. Für Elisenberg auf der rechten Seite. Bjurstrom statt Diaz. Aufgrund der wichtigen Spielefähigkeit, die tatsächlich gerade in so einem Spiel extrem wichtig sein kann. Weil Lillestrøm ist natürlich eben auch ein Spiel, das sicherlich von hoher Wichtigkeit ist, weil wir Prestige, Erzrivalen, da spielt ein bisschen was eine Rolle. Und da kann man ja jetzt nicht einfach das wegatmen und sagen, nee, spielt alles überhaupt gar kein, überhaupt alles total egal. Nein, das Spiel definitiv ein bisschen besonders. Deswegen Björnström, hier die erste Ecke für uns, die erste Gelegenheit vielleicht. Da ist Björnström. Glückliches Händchen. Björnström. 1:0. Und wir bleiben an Rosenborg dran, die wieder führen. Rosenborg ist echt diese Saison sicherlich für uns auch nochmal. Es wird ein sehr brutal gegen die, glaube ich. Spannend, wie wir uns da schlagen. Wird leider wahrscheinlich eher off-Teil passieren, also werdet ihr nicht sehen, aber ich hoffe, dass wir dann nochmal die Gelegenheit bekommen, zumindest am Ende der Saison vielleicht nochmal oder in der Mitte vielleicht auch. Wir gucken mal. Konradsen bei dem Freistoß, super gehalten, nochmal super gehalten von Velikovic, du alter Teufelskerl. Wow, der Typ ist einfach gut. Rosenborg führt 4:0. Ich habe das Spiel gegen Sogndal und die haben in der Transferperiode, das ist gerade zu Ende gegangen, die Transferperiode. Das Transferfenster ist also geschlossen. Und die hatten, Sogndal hatte nochmal ordentlich Aderlass, wenn ich das richtig gesehen hatte. Noch ein oder zwei richtig gute abgegeben. Das ist natürlich dann schwierig, wenn du es nicht ersetzt bekommst. Kluivert und Bruce Allmächtig. Cameron Bruce. Kluivert. Was mich nur ärgert ist, weißt du, wie jetzt hast du extra Spieler verpflichtet, die eben nicht besonders verletzungsanfällig sind. Und was passiert? Genau, die verletzen sich dann. 4, 5 Wochen.
Kornik ja war ja schon 3 bis 4 Wochen, jetzt Hopland 3 bis 5 Wochen, also das ist dann schon ein wenig mehr. Da ist Kill Olsen, da ist Rahold, Kill Olsen, schöner Ball auf Björström. Oh, und Rahold mit dem Kopf, schade. Ja, gute Partie von uns bislang, kann man gar nichts sagen. Trotz der Verletzungen hier von 2 Standkräften machen wir das ordentlich. Rahold über die Seite. Rahold, der ist wuselig. Knapsbock, da ist Lushaku. Lushaku! Come on! Yes! Sehr gut, 2:0. Lushaku. Und ich glaube, wir wechseln mal. Nämlich der ein oder andere spielt auch übrigens nicht so ein gutes Spiel. Rahold übrigens, kein gutes Spiel. Von ihm eigentlich auch eher ungewöhnlich, das zu behaupten. Dann Gravius für Knapsgorg vielleicht. Und ansonsten erstmal zufrieden. Wir machen nur 2 Wechsel. Relativ qualitätsnah. Auf Ludwigsen. Junges Talent. Klavenes. Wir jetzt gleich mal eine Pause brauchen, wie immer. Klar, das muss man das fast sagen. Da bringen wir Dreni Nakim und Schwierigkeiten das Tempo, das ist Gravius. Den haben wir ja schon verkauft in dem Sinne. Und hier. Riesenberg 2-4 und Ushako spielt gut. Johansen nicht so, aber immer noch gut genug. Ich würde jetzt nochmal Diaz bringen. Hauptsache, die rechte Seite bricht jetzt nicht komplett zusammen, nur weil er spielt, aber war nicht. 82. Ja, auch total zufrieden, wenn ich gar keine Chance mehr sehe, aber natürlich passiert was. Über die rechte Seite, Diaz. Liesenberg. Nein, es wird jetzt wieder eine Chance geben für Lindström. Und es ist, weil ich dumm bin. Weil ich... Oh, das... Aber das lag nicht... Nee. Aber das lag nicht einfach... Mann! Fuck it, ey. Scheiße. Warum? So eine gute Partie aus der Hand gegeben. So sinnlos. Ah. Muss aber dazu sagen, Hof Ludwigsen, wo ist der? Der ist gar nicht am Platz. Nakim? Yes. Der war so gut in der letzten Saison. Lushaku. Gravius. Geht da noch was? Elisenberg. Louis Wertz. Wieder Elisenberg. Schöner Ball. Gravius. Lushaku. Oh, Junge. Schade. Ecke nochmal. Die kopfballstarken Norman Williamson vielleicht. Gil Olsen ist nicht so kopfballstark. Ist natürlich trotzdem ein gutes Ergebnis. Noch. Wenn wir verlieren, nicht mehr. Aber es ist halt ärgerlich, wenn du 2-0 führst. Ne? Das ist dann natürlich verständlicherweise, denke ich, auch ein bisschen ärgerlich, hier Punkte liegen zu lassen. Aber es lag nur in Teilen an Diaz. Ja, fand es spannend. Schiedsrichter hatte heute jede Menge zu tun. Tja, die Zeiten sind wirklich vorbei. Eins wurden wir dafür gelobt, unser Herz auf der Zunge tun, ist beim Zweikampf drücken. Nach der komfortablen Führung mussten sie enttäuscht sein. Ja, natürlich ist man enttäuscht. Ne? Irgendwo, ist doch klar. Das ist ärgerlich einfach, ne? Wenn man dann das noch herschenkt, dann denkt man sich, hättest du dir auch gar nicht gebraucht. Aber gut, wir kommen wieder in 7 Tagen gegen Kristiansund. Sind aufgrund des Unentschiedens, weil wir Punkte liegen lassen haben, nur Vierter. Ich bin ja mal gespannt, wann die Großen dann gegeneinander spielen. Brandbergen, Bodo, Rosenberg, Rosenbock, Rosenberg. Rosenbock,
Dann gibt es denn hier mal die großen Duelle. Rosenborg gegen Stäbeck, Bodo gegen Haugesund und Brandbergen in Molde. Molde ist schwach gestartet, definitiv. Ja, ganz, ganz schwach. Müssen wir mal gucken, wie es da weitergeht, obwohl die eigentlich in der Saisonvorschau schon relativ weit oben waren. Naja, wir gucken mal. Immerhin spielen wir gleich gegen eine Mannschaft, die auch mal unter uns einsortiert ist. Ne? Also das ist ja auch mal was. Kristiansund ist nämlich nur 12. Ja, wir haben zwar die gleiche Quote, aber wir werden ein bisschen besser wahrgenommen. Dann ist es so. Wir sehen uns in 7 Tagen wieder. Bis gleich. Ciao, ciao. Da sind wir wieder. Und wir spielen ja jetzt gegen Kristiansund. Dann gehen wir mal rein in die Partie. Also, was gut ist. Leo Kornick ist wieder ins Training eingestiegen. Darf maximal 75 Minuten spielen. Wir werden ihn auf die Bank setzen und ihn zumindest mitnehmen. Chloe Wert war unter der Woche leider kurz angeschlagen. Das hat sich Gott sei Dank in Wohlgefallen aufgelöst. Aber Knapsbock schon mit der Gelbvorbelastung. Das ist natürlich in dem frühen Zeitpunkt der Saison eigentlich auch schon ein bisschen krass, finde ich. Aber gut, insgesamt passt es. Ne? Hopland braucht noch 2 Wochen fällt er aus. Also wir werden ihn auch nicht in diesem Teil wiedersehen. Trotzdem danach hoffentlich dann wieder vollständig zur Verfügung. Bruce Bjørstrøm und eben mit der Option auf Leo Kornick von der Bank. Das immerhin schon mal wieder ein gutes Zeichen, dass er wieder zurück ist. Werden ihn nicht zu früh wieder reinwerfen, das würde auch keinen Sinn machen. Bisher ja eine super Saison von uns. Wie erfreulich, offensiv agierender Mannschaft, vielen Toren, das Lob dafür gebührt den Spielern. Was halten Sie von den letzten Spieltagen? War hart, aber das ist Fußball, wir müssen einfach weiterarbeiten und uns verbessern. Sergio Díaz steht heute nicht in der Mannschaft. Darüber möchte ich nicht sprechen. Sergio Díaz für mich, einer derjenigen, die wir definitiv verzichten können. Aber für die Saison ist er noch wichtig. Genauso wie Bjørstrøm. Bjørstrøm ist eigentlich auch für mich ein Verkaufskandidat gewesen zuletzt. Aber in dieser Saison wird er nochmal wichtig sein. Danach müssen wir halt gucken, was die verschiedenen Möglichkeiten auf dem Transfermarkt angeht. Da könnte es sein, dass wir nochmal aktiv werden. Johansson! Nee. Abseits? Nein. Tor gegeben, ne? Ja, würde ich sagen. Wollte doch sagen, das wäre jetzt krass gewesen. Wieder ein super früher Start von uns. Wieder eine knappe Situation, aber definitiv zu Recht kein Abseits. 1-0. Johansson, sehr schön. Der Däne, der Junge. Den ich ja versuche noch. Es müsste aber theoretisch auch gehen, dass er Eigengewächs ist später, weil unter 21, 3 Jahre ausgebildet bei uns in Norwegen. Das sollte eigentlich gehen. Müsste vom Alter her genau passen. Oh, Junge. Bjørstrøm, 2. Treffer. Was ist los mit dem? Der Bock. Der hat richtig Bock. Geil. So, Viking führt gegen Sogndal. Rosenborg und Bodø Glimt führt schon 4-0. Das Spiel noch gar nicht angefangen, richtig? Skype führt gegen Tromso. Nee, warum verletzen sich denn alle jetzt bei mir? Oh, das muss doch nicht sein. Das muss doch nicht sein. Alle Leistungsträger hier direkt irgendwie verletzt oder was? Ah, nervt mich jetzt schon wieder. Rahol vor allen Dingen, wisst ihr, der ist ja schon letzte Saison zum Ende verletzt gewesen. Und wir haben gesehen, dass das echt übel war. Bjørstrøm in den Strafraum. Schade. Nochmal von Klavanes der Versuch eines Fallrückziehers. Hat er schon in einem der, im letzten Teil schon irgendwann mal probiert, in einem der ersten Spiele der Saison. Ein bisschen Pech haben wir momentan mit den Personalgeschichten. Verletzungen hauen ganz schön rein. Jetzt kommt Kornick gerade zurück. 2 neue verletzt. Das ist natürlich nicht das, was man dann sehen möchte. Vor allen Dingen, es ist ja auch, die sind ja alle fit. Ne? Ist ja nicht, dass jetzt einer hier total am Ende ist. Deswegen ist es dann halt umso unverständlicher. Wir haben sie ja jetzt auch durchaus mit dem Trainingsintensität auch nochmal ein bisschen geschont. Fragt man sich natürlich immer, woher es dann kommt. Dann versteht man das nicht so ganz gut.
Lushaku raus. Napskok, Sandoy. Da haben wir schon gewechselt. Louis Wertz, warten wir noch. Einmal haben wir noch eine Wechselperiode, zwei Wechsel noch möglich. Warten wir mal ab, wer es wirklich braucht. Das Sandoy ranzuführen jetzt über die Saison, ne? Also ihm auch Minuten zu geben, immer mal wieder Einsätze mitzutrainieren bei den Profis. Anführen, ne? Norweger, man muss ihm die Chance geben zu wachsen in der Mannschaft. Gravius wird der noch gehen, dadurch wird die Rolle von ihm sogar noch wichtiger. Ludwigsen darf sich auch mal wieder in die Torschützenliste eintragen. Sehr wichtig. Van Bergen führt gegen Molde. Also auch hier Molde wieder auf dem Weg, Punkte, ja, nicht nur nicht zu bekommen, sondern weiterhin irgendwie da unten in der Tabelle rumzukrebsen, wo man sie eigentlich wirklich gar nicht erwarten würde. Ne? Also Molde, hallo. Schon der Name, der klingelt dann in den meisten Ohren dann doch relativ groß. Dann bringen wir noch Moller Hansen für Ruben. Louis Wertz. Vorne kommt rein, by the way. Eben Kriegsschauplatz. Genau. Aber es haben alle gewonnen, glaube ich. Ne? Rosenborg nur 0-0, muss man sagen. Rosenborg 0-0, das war das einzige Unentschieden, glaube ich, der Großen. Die jüngste Abschluss von Christiansund müsste sie schon vom optimistisch gestimmt haben. Glauben mangelt es uns nie. Die Medien geht die Superlative aus. Selbstvertrauen erzeugt Selbstvertrauen. Können Sie nur sagen, ach, keine Ahnung, wie es bei Rahold aussieht. Das müssen wir uns jetzt angucken. Ich will es gar nicht, ich will es eigentlich gar nicht sehen, ja? Ich will es eigentlich gar nicht sehen. 2 bis 3 Wochen, das ist ja sogar noch okay. Das ist ja sogar noch okay. Das wird Faser, das in der Wade. Das ist blöd, aber okay. Achso, wir sind im Pokal ausgelost worden. Natürlich übrigens erste Runde gegen Viking. Ne? Warum auch nicht? Warum nicht gegen den Erstligisten in der ersten Runde? Das macht ja auch total Sinn. Naja, Glück sieht anders aus. Übrigens hier auch voll strange. Finde ich der Terminplan, oder? Ja, jetzt ist richtig sortiert. Das sah ja komisch aus irgendwie. Ja. Ja, also da müssen wir mal schauen, wann wir zurückkommen dann auch zur Mitte. Vielleicht hier. Ne? 2, 4, 6. Das sind doch geile Spiele. Guck mal, Rosenborg, zweimal Viking, Sondal, Stebeck und Tromso. Das wäre es doch. Vielleicht kommen wir so zurück. Wir haben ja noch ein Spiel vor uns. Das machen wir jetzt erstmal gegen Elsund. Das ist in 7 Tagen und dann sehen wir uns wieder. So, da sind wir wieder zurück zum letzten Spiel. Und wir haben so ein bisschen Pech momentan. Also wirklich, muss man sagen, einige Verletzungen, die wir die ganze Zeit davon tragen, die auch ziemlich nervig sind, muss man sagen. Wir haben eigentlich fast nur angeschlagene Spieler. Wenn wir jetzt mal gucken hier in die medizinische Abteilung, dann sehen wir, dass Sergio Diaz, Bruno Hellemelling, 8 bis 2 Wochen, Paul Rohrholz, 6 bis 12 Tage, Hopland, 4 bis 8 Tage, Common Bruce, 1 Tag. Also aktuell sehr viele Verletzte. Wir spielen jetzt mit Elisenberg und Björström auf rechts und links. Also nochmal ein Wechsel auch auf der Linksverteidigerposition. Bruce dafür dann erstmal auf der Bank. Und ansonsten ändern wir nichts, außer dass Hof Ludwigsen natürlich von Anfang an spielen muss für Paul Rahold. Es ist ungünstig, aber er kommt ja bald wieder. Wir gehen ins letzte Spiel hinein. Es sind ein paar Umstellungen natürlich. Und es nimmt auch ein bisschen die Qualität aus der Mannschaft, aber das Schöne ist ja, und das ist ja auch das Gute an alledem, dass wir insgesamt trotzdem eine Mannschaft haben, die diese Taktik sehr, sehr gut kennt. Und das ist natürlich auch schon mal ein Vorteil. Sie sind deutlich besser als Elso und fürchten sie, die Mannschaft nachlässig wird. Wir müssen unsere Chancen nutzen. Wie wichtig ist es für heute, eine gute Leistung? Wir sind gut drauf, müssen einfach raus und unseren Job erledigen. Wie wichtig wird heute das erste Tor? Gehen gerne mit einer positiven Einstellung immer diese Fragen. Fragen über Fragen über Fragen. Der Gegner, ähnliches System. Aber spielt eben mit 2 Flügeln anstatt mit 2 Offensiven. Bisschen breiter dadurch. Im Offensiven spielt dafür 2 im Zentrale, in der Zentrale genauso wie wir auch. Nur, dass es nicht 2 reine Defensive sind, glaube ich, bei denen, sondern schon auch zentrale Mittelfeldspieler. Und es ist ein bisschen schwer, in die Partie zu kommen. Das sieht man in der Statistik.
Wundert uns jetzt ehrlicherweise nicht. Lushaku ist übrigens angeschlagen, verletzt. Wahnsinn, ehrlich. Was ist hier los? Also Verletzungen gerade total nervig. Mal riesige Probleme. Oh. Was? Er pfeift Elfmeter? Was? Hä? Elfmeter? Wofür? Das saubere Tackling? Was war das denn? Hat das einer verstanden? Ich nicht. Aber gut. Ja, das war mit Abstand unsere schlechteste Partie. Bislang, muss man sagen. Versuchen natürlich nochmal den mitzugeben, dass es so nicht weitergeht. Denn werden wir Lushaku rausnehmen, Gravius bringen. So, das Bierström über die rechte Seite. Vielleicht jetzt mal. Eine gute Aktion wäre mal gut. Kill Olsen, der Innenverteidiger, abgefälscht und dadurch eigentlich erst gefährlich. Weil da zu wenig Passschärfe, ne, in dem ganzen Thema. Schussschärfe, nicht Passschärfe. So, hier setzt er sich gegen Elisenberg durch. Und dann wird es richtig gefährlich. Aber der Innenverteidiger, Norman Williamson, nochmal mit dem Block. Das war natürlich ein sehr, sehr wichtiger Block. Und ja, 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 jetzt ist so ein Spiel erreicht, ne? So ein Scheitelpunkt. Mit den ganzen Verletzungen. Jetzt geht er noch ins eigene Tor. Es war eigentlich eher ein Eigentor, würde ich sogar sagen. Nicht wirklich ein Tor des Angreifers, weil er da den Fuß auch noch so blöd hinhält. Ja, es ist natürlich, das Spiel möchte dich natürlich auch ein bisschen, ja, schießen, ja? Und das ist, sagen selbst die großen YouTuber, ne? Denen das sagt jetzt nicht nur ich, sondern das sagt zum Beispiel Zealand und wie sie nicht alle heißen. Er sagt auch, da wirst du FM'd, wie man so schön sagt. Johansson! Ja, eingeleitet Norman Williamson, Gravius, Knapskog und dann schnell weitergeleitet Johansson. Der erste Schritt schneller als der Verteidiger und dann schön mit dem Abschluss. Wichtig, der Anschluss, vielleicht geht da noch was. Bjørstrøm, Horst Ludvigsen, Bjørstrøm. Phil Olsen, Gravius, Gravius mit links, schade. Schade, Schokolade. Das wäre es jetzt natürlich gewesen. Gravius bei der Ecke. Johansson mit der Flagge. Klaren ist. Ah. Almost. Almost. Ja, Klaven ist auch leider, muss man sagen, Kandidat für eine Auswechslung. Das ist natürlich besonders bitter, weil er eben auch sehr gut ist. Aber was willst du machen? Und da ist die Flanke von Klaven ist, glaube ich. Oder war es Bjørstrøm? Aber Hoch Ludvigsen trifft. 6-0 für Rosenburg Trondheim. Was ist denn da los? Bjørstrøm. Es ist Klaven ist. Ah, doch, Bjørstrøm. Bam. Wir kommen zurück. Ganz wichtig. So, jetzt die Wechsel. Jetzt, ja, müssen wir mal schauen. Für Klavenes könnten wir bringen Gebris Gaber. Ne? Man kennt ihn. Wir hatten ihn ein paar Mal. Spielen lassen Sandoy Wechsel auf der Position. Bjørstrøm rechts. Schwierig. Tornik. 1, 2, 3, 4. Zum ersten Kontingent haben wir noch. Also eine Phase, in der wir wechseln dürfen. Sind wir nochmal. Und zwar Kill Olsen könnte raus für Moller Hansen.
Wird durch Verletzung behindert? Alter. Was ist denn da los, ey? Danke. Leute, danke. Fünf Minuten extra. Geht da noch was? Sieht nicht so aus. Aber auch mit dem 2-2 können wir irgendwie leben aufgrund der ganzen Verletzungen. Das muss man ja auch mal so sehen. Und wir haben noch kein Spiel verloren. Und aus 0-2 2-2 gemacht. Also ich bin schon stolz auf die Truppe. 14 Punkte. Es ist super gut. Lushaku, 4 bis 7 Tage. 1 bis 3 Tage. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also ihr seht das ja jetzt leider nicht mehr. Aber ich werde mich echt quälen, glaube ich, die nächsten Spiele, weil guckt euch mal bitte diese Verletztenabteilung an. Das ist ja der einer mittelschwer, zwei leicht, vier mittelschwer, minderschwer, sorry, einer minderschwer, vier mittelschwer, zwei leicht, 7 Spieler verletzt. Fornik auch auf dem Weg der extremes Verletzungsrisiko. Heftig, ne? So. Ja. Gut, aber wir kommen zurück. Ich habe es gesagt. Wahrscheinlich hier, ne? Wahrscheinlich hier. Also 1, 2, 3, 4 Spiele werde ich wahrscheinlich ohne euch machen. Mal gucken, wie es läuft, weil kann auch sein. Aber es macht eigentlich schon Sinn, diese Spiele sich anzuschauen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Rosenborg. Trondheim wird dann unser Gegner sein. Dann werden wir gegen Viking in der ersten Runde spielen. Dann kann es sein, dass wir noch die zweite Runde im Pokal erleben. Also je nachdem, vielleicht Tromso dann eben hinten rausrutscht, je nachdem, wann dann die zweite Runde stattfindet. Aber bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Guter Start. Ne? Also nochmal, guter Start dafür, dass wir hier Aufsteiger sind. Also nochmal, das ist doch aller Ehren wert. Da ist noch alles möglich. Ich hoffe, wir sehen das im nächsten Teil. Bis dahin, euer Kintrigo. Ciao, ciao.